Heute zu Gast René Blanche, geboren 11. Juli 1982, ist Schauspieler, Theaterregisseur, Drehbuchautor und Schauspielleiter, Leiter der Aachener Schauspielschule. Zudem Rezitator und Sprecher. Regional und darüber hinaus bekannt, auch unseren Zuschauern bei NR Vision. So zum Beispiel aber auch durch diese wunderbare Sketch-Serie La vie de la Marie. Nee, falsch. La vie de Jean-Marie. De Jean-Marie. Mhm. Gesendet worden, Belgischer Rundfunk. Aha. 6 Teile, René. Ja, kann ja? sein. Kann sein. Mein liebstes, ein bisschen her, ne? Mein liebster Sketch ist das Autohaus. Das Autohaus, okay. Ja. Da gibt es verschiedene Geschmäcker, aber das Autohaus habe ich auch gerne gespielt. Ja. Damit hätten wir den Wikipedia-Teil schon abgearbeitet. Das war der Wikipedia-Teil. Ne? Der war also sehr umfangreich. Umfangreicher. Ich habe das wirklich sehr einkürzen müssen. Mhm. René, ja. Aber es gibt neue Projekte. Mhm. Und zu diesen Projekten wirst du uns etwas sagen. Ja. Zum Beispiel, was mir jetzt so einfällt, ich habe da etwas gehört, der Regisseur. Regisseur. Genau. Boah, das hört sich spannend an. Kinder verdrehen das gerne, ne? Dieselbe. Ja. Was macht dein Papa? Regisseur. Ja, richtig. Also nicht, dass ich schon Kinder hätte, ja. Aber ein befreundeter Regisseur sagt mir das immer. Ja. Wenn die Kinder fragen, was machst du, Papa? Ja. Oder mein Papa ist Regisseur. Ja, ja, in der Tat. Also das ist ein schönes Projekt, das ich gerade vorantreibe. Das wird, oder das wir vorantreiben, ein ganz tolles Team. Und das wird sowohl ein Bühnenprogramm sein, als auch eine Videoproduktion werden. Der Regisseur ist, wie oft bei meinen Produktionen, ein gesellschaftlicher Außenseiter. No, war Jean-Marie ja auch. Jemand, der sich in eine, ich möchte sagen, unangreifbare Position setzt und dann nach seinem Gusto, nach seinem Gutdünken die Welt ein bisschen verändert. Verändert, meinetwegen. Also, zum Beispiel. Geschichte fängt an wie bei einer Dokumentation. Eine hübsche Frau sagt in die Kamera, das hier sind Steffi und Michael. Und Steffi und Michael wollen heiraten bald. Heute ist der große Tag hier im Brautmodengeschäft, wo sich die Steffi sich ihr Brautkleid aussucht. Und Steffi ist sich nicht sicher. Sie fühlt sich gar nicht wohl in der ganzen Geschichte. Wird aber von der Brautmodenverkäuferin also massiv gedrängt, einfach zu sagen, ha, ich sehe ja so toll aus in dem Kleid. Und wenn sie dann so halb verschüchtert aus der Umkleidekabine rauskommt, sitzt da dieser Theaterregisseur. Der Regisseur. Und er sagt dann, hör mal Mädchen, das habe ich dir nicht geglaubt. Stopp, stopp, stopp. Das ist keine Begeisterung, das ist kein echtes Gefühl. Und also die wirkliche Schauspielmethodik, die ich ja auch lehre, kommt sie dann irgendwann dazu, dass sie wieder zurückgeht und sagt, Michael, ich kann dich nicht heiraten. Tut mir leid. Also dein Heiratsantrag, das war nichts, das war nicht echt. Und ist darüber ganz froh, dass das so ist. Ne? Und das gibt es in verschiedenen Situationen. Das gibt es bei den anonymen Alkoholikern. Und mehr will ich noch nicht verraten. Da gibt es ein Bühnenprogramm. Ja. Und wie gesagt, auch die Videoproduktion. Die Videos drehen wir gerade. Ganz tolles Team. Und ich denke mal, am Jahresende, so Corona das erlaubt, werden wir dann auf die Bühne gehen damit. Wunderbar. Wird das auch in dem Theater, wo du Mitgründer bist, das Theater Jülich stattfinden? Das Theater der Stadt Jülich. Der Stadt Jülich, ja. Da hast du tief geangelt. Ja, das haben wir ja 2015 gegründet. Ja. Und damals in der Stadthalle gespielt. Jülich hat mittlerweile keine Stadthalle mehr, aber dafür einen ganz neuen großen Veranstaltungsraum. Die Muschel heißt das in Jülich. Ja. Im Park. Und ich glaube, da gehen 1500 Leute rein oder so. Und warum nicht? Warum nicht? Ja. No? Also ich fühle mich hier wunderbar wohl in der Euregio Maasrhein in Aachen und mag die Mentalität, mag den Humor. Das kommt auch mit mir als Lothringer, moselfränkischer Abstammung, kommt mir sehr entgegen und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier gut ankommt.
Ne, prima. Also ich freue mich schon, denn Du ich kann kennst ja mir so ein bisschen vorstellen. meinen Humor und Ja, natürlich. Ich meine denke Geschichte. also, wie du das eben dargestellt hast, ein Berufswechsel wäre für mich eigentlich mal angebracht. Das ist selbst eine sehr, sehr luxuriöse Situation Warum dann, nicht? Warum nicht? wenn man so agieren kann. Ja, gut. Ja, warten wir mit Spannung darauf. René, bevor wir zu dem zweiten Projekt kommen, lass uns kurz über Corona sprechen. Covid-19, Auswirkungen auf den Kulturbetrieb, insbesondere jetzt in deinem Falle deine Tätigkeit als Schauspieler, aber auch als Leiter einer Schauspielschule. Ja, absolut ernstzunehmende Krise. Wir nehmen das sehr ernst und das ist eine schwierige Zeit, durch die wir alle gemeinsam durch müssen. Und künstlerisch betrachtet habe ich mich erstmal in die Literatur gestürzt, habe zum Beispiel herausgefunden, dass der große Alexander Puschkin 1800, ich glaube 27, auch mal in Quarantäne war, und zwar als die Cholera wütete. Und Puschkin hat dann sich Gedanken gemacht, wie können wir gesellschaftlich was Positives daraus ziehen, wie können wir einander näher kommen, wie können wir liebevoller miteinander umgehen. Da, diese Gedanken haben mich getragen in der Zeit und ich habe mir einfach die Frage gestellt, wie kann ich mich als Schauspieler nützlich machen in Ja. der Zeit? Ich bin ja kein Virologe oder Arzt oder irgendwas, sondern wie kann ich meinen Beitrag dazu beitragen, dass den Leuten ein Stückchen besser geht? Und so ist halt diese Veranstaltungsreihe Poesie gegen Corona entstanden. Die gab es sowohl live, also vor 100 Menschen in einem riesen Saal, wo eigentlich 550 Ja. reingehen mit den Abständen, und halt auch im Internet. Also Menschen hatten die Gelegenheit, sich Texte zu wünschen, Briefe zu wünschen, Gedichte zu wünschen, die ich dann jeweils mit einer Widmung vorgelesen und rezitiert habe. Darüber haben sich die Leute sehr gefreut. Ich glaube, wir hatten über 30.000 Zuschauer in den ersten ein, zwei Monaten. Und irgendwann gab es dann auch, als es ein bisschen lockerer wurde, Poesie gegen Corona geht live. Und ganz rührende Geschichten sind da passiert, auch sehr persönliche Geschichten, die ich so offen nicht erzählen kann. Aber wenn Leute nachher auf einen zukommen und denen halt familiäre Dinge einfallen, dann Ja. denkt man, man hat als Künstler vielleicht das Richtige gemacht. Weil das ist meiner Ansicht nach die Aufgabe eines Künstlers, dass wir den Menschen einen geschützten, einen behüteten Raum bieten, in dem man Gefühle erleben darf. In unserer heutigen Welt ist es ja oft so, dass von uns auf der Arbeit erwartet wird, dass wir als Roboter funktionieren und es uns manchmal sogar zum Nachteil gereicht, wenn wir Gefühle zeigen. Und, aber der Künstler kann das. Der Künstler sollte immer jemand sein, aber das weißt du ja, der etwas zu geben hat und Menschen dann in der Situation einen geschützten Raum zu bieten, wo man Gefühle erleben und zulassen darf. Das ist unsere Aufgabe, finde ich. Wunderbar. René, jetzt zu dem zweiten Projekt. Sprechen vor Menschen. Menschen. Ja, du, ich bin mal vor einem halben Jahr zu einem Unternehmerfrühstück eingeladen worden. Man hatte mir gesagt, dass erfolgreiche Leute früh aufstehen. Das war dann auch Da ist schon. was dran. Das war auch schon um 7 Uhr morgens. Ich musste dann um 5:30 Uhr aufstehen, um dorthin zu gelangen. Das habe ich als Künstler nicht so oft gemacht. Ich bin kein Langschläfer, aber 5:30 Uhr ist schon stramm, ne? Und total tolle Menschen, aber einige hatten so ein bisschen Probleme mit dem Public Speaking, mit dem Sprechen vor Menschen. Also wahnsinnig erfolgreiche Leute, die dann aber, wenn es darum geht, sich vorzustellen oder vor Menschen zu sprechen, ein paar Schwierigkeiten hatten. Und das habe ich aufgegriffen, weil ich das als langjähriger auch Theaterschauspieler und Filmschauspieler eben beheben kann einfach und habe daraus die Idee gemacht, sprechen vor Menschen und daraus eine Seminarreihe zu machen, dass Leute, die, ja, ich sage immer das berühmte Beispiel, stell dir mal vor, ich würde dir jetzt die Aufgabe geben, wir würden jetzt hier aus diesem Studio, oder ich würde sagen, benutze jeden erdenklichen Gegenstand aus diesem Studio und baue mir daraus in einer Stunde einen funktionsfähigen Hubschrauber und damit fliegen wir dann in 2 Stunden über Aachen. Hättest du ein schlechtes Gewissen, wenn du das nicht schaffst? Vermutlich nicht, weil das vollkommener Blödsinn ist. Wenn aber die Frau zu ihrem Mann bei der Silberhochzeit sagt,
Heinz, sag doch mal ein paar Worte und der drückt sich dann davor. Glaubst du, dass der dann ein schlechtes Gefühl hat? Ich glaube schon, weil wir ja eigentlich kommunikative Wesen sind, weil wir ja eigentlich sprechen vor Menschen von Natur aus können. Und wir haben so ein paar Zwangsjacken an und das kann ich den Leuten wirklich ausziehen und freue mich da über den sehr großen Zuspruch und auch über viel Dankbarkeit, weil ich glaube, da muss man zwei Dinge bearbeiten. Das eine ist die Einstellung. Leute stehen auf der Bühne und denken, da sitzen jetzt welche, die zählen meine Fehler. Die warten darauf, dass ich einen Fehler mache. Das ist schon mal eine Einstellung, die nicht so günstig ist, weil wenn Menschen da sitzen und wollen dir zuhören, ist das ja eigentlich schon ein großes Lob. Es ist ja schon ein großes Ja, dass man sagt, hey, ich möchte dir zuhören. Und zum anderen hat das was mit der Aufmerksamkeit zu tun. Solange die Aufmerksamkeit bei mir selber ist, stell dir mal vor, ich will jetzt hier in dem Interview und würde denken, schwitze ich jetzt oder wie schlägt mein Herz oder atme ich anders oder dies oder das, wäre ich ja gar nicht bei dir oder gar nicht beim Thema, sondern bei mir. Und ich glaube, dass da die klassische Schauspielausbildung ganz gute Mittel hat, um das relativ schnell zu beheben, dass man nachher nicht mehr die Situation meidet, bei denen man spricht vor Menschen, sondern sucht sogar. Also, dass man dann sogar der Erste ist, der sagt, ja, ich kann gerne mal ein paar Worte dazu sagen, dass es Spaß macht. Ne? Und das macht mir im Moment ganz besondere Freude. Ich bekomme ganz, ganz viele Anrufe zu dem Thema von Menschen, teilweise Menschen aus dem Sport, aus dem Leistungssport, die sagen, ich muss jetzt im Fernsehen was kommentieren, kannst du mir helfen? Und ein weiterer Punkt, wo ich sage, der Künstler ist dazu da, weil er was zu geben, weil er was zu, er zu geben hat. Und da freue ich mich immer, wenn ich was geben kann. Ich denke auch, du sagtest Theaterschauspieler, das Theater ist eine direkte Sache. Ja, es findet eine direkte Kommunikation statt. Beim Film ist es ja etwas anders. Da dreht man die eine Szene 4, 5, 6, 7 Mal, so wie hier. Im Theater ist es doch so, dass also die direkte Wirkung, ja, die auch teilweise dann, wenn man das im Film sehen würde, als überzogen empfunden würde, aber im Theater eben ganz richtig ist. Und ich denke, das ist natürlich der richtige Ansatz. Ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen lohnend ist, diese Kurse zu besuchen und vor allen Dingen sie freier macht. Denn was du eben sagtest, das empfinde ich, habe ich auch so empfunden, man würde ja ganz gerne, aber dann glaubt man, man kann es nicht und man hat danach ein nicht so gutes Gefühl. Ja, das ist so. No? Und prima, also das ist eine klasse Sache. Und diese Seminare laufen wie? Wöchentlich wahrscheinlich? Im Moment alle 3 Wochen mache ich eins. Ja. Das nächste ist am 30. Oktober in den Räumen der Aachener Schauspielschule. Ja. Und mir fällt dazu noch eine schöne Geschichte ein. Ich hatte mal einen Coach, als ich Anfang 20 war, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, mit einer eigenen Fabrik sogar. Und wir haben uns oft Bücher gegenseitig empfohlen, also eher mehr mir als ich ihm. Und als ich ihm irgendwann mal sagte, bereust du irgendwas in deinem Leben, sagte er nicht viel, aber dass ich nie tanzen gelernt habe, das bereue ich. Ich hätte so viele tolle Frauen kennenlernen können, wenn ich hätte tanzen können. Und ich finde das sehr ähnlich mit Sprechen vor Menschen. Wie viele Gelegenheiten verpasse ich, wenn ich dieser Situation ausweiche? Und wie viel effektiver bin ich, wenn ich vor 100 Leuten rede, als wenn ich 100 Einzelgespräche machen müsste? Und dieser Gedanke trägt mich jetzt gerade auch so ein bisschen in dem Wunderbar. Projekt. Zum Ende vielleicht, René. Eine Frage, hat die digitale Welt jetzt in Corona-Zeiten für dich als Schauspieler hat das zugenommen. Natürlich soziale Medien, vollkommen klar. Vielleicht, wie siehst du da die Entwicklung? Also ich denke, vielleicht, dass ich das noch sage, ich denke, live ist eigentlich nie zu ersetzen und gehört zum Kulturleben dazu. Aber findet ja im Moment sehr wenig statt. Ich glaube, die Frage ist, wie wir die Digitalität nutzen. Das ist die Frage. Ich habe oft die Sache, das gebe ich offen zu, sehr kritisch gesehen. Ich habe oft gesagt, uns wird ja seit Jahrzehnten das ganze digitale Zeug verkauft mit dem Argument A, dass man Zeit sparen kann und B, dass irgendetwas schneller geht oder einfacher geht. Und
Nun ja, Zeit kann man nicht sparen. Ich kann nicht Zeit sparen, die ich mit 30 gespart habe, mit 60 leben. Und ich frage dann immer, haben wir denn heute so viel mehr Zeit als früher? Und dann schauen die Leute immer. Das ist so ein bisschen, ja, meine kritische Haltung als Live-Schauspieler. Auf der anderen Seite hat es uns natürlich sehr geholfen, Menschen überall zu Ja. erreichen, die man sonst nicht erreicht hätte. Ja. Deswegen empfinde ich auch eine gewisse Dankbarkeit der Digitalität gegenüber. Ich würde nicht sofort auf alles draufspringen und sagen, hui, wir müssen jetzt alles digital machen. Aber wenn da irgendwo der gesunde Menschenverstand in der Mitte ist, der sich überlegt, ist das nützlich oder ist das nicht nützlich, was gewinnen wir, was verlieren wir dadurch, bin ich dem durchaus nicht abgeneigt. Prima. Das als Schlusswort. Wunderbar. Dann danke ich für das Gespräch, René. Ich danke dir sehr für die Einladung, lieber Lawrence.